Hey, was geht ab da draußen? Mein Name ist Simon Blessio und heute bin ich mit Paula Maria. Genau, und sie hatte die wunderbare, geile Idee, mich zu schminken heute. Eigentlich nicht, das war seine Idee. Ihre Idee? Willst du da mal anfangen? Ja. Simon hat einen sehr, sehr schönen Wunsch. Er wollte etwas heller geschminkt werden. Ich weiß nicht warum. Mit der Foundation. Cool, dass ich noch nie davon gehört habe, dass man das nie gesagt hat. Aber hey, ist geil. Ich wollte immer mal weiß sein, genau. Ich sagte, bitte mach mich weiß. Oh ja. Ich möchte nicht mehr so sein, wie ich bin. Geil. Ja, guck mal, ich hab doch erst diese Gesichtspartie. Kannst du es eigentlich mit mehr Gefühl machen? Musst du. Das sieht voll ungesund aus, Mann. Aber ich hab da einen Pickel, muss aufpassen, dass er nicht die Spritze drauf tut. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, geschminkt zu werden? Weil es war nicht meine Idee. Es war seine Idee. Können wir es auch so machen, dass wir nicht uns berühren mit den Beinen? Ja, ich will es auch nicht, aber es geht nicht anders. Ich will es auch nicht. Ich sehe schon Kommentare unter dem Video. Ich glaube, Paula ist mit Simon Dessio zusammen. Ja, ne? Die glauben auch, ich bin mit Dima zusammen. Die glauben, ich bin mit Sascha zusammen. Echt? In Wirklichkeit bist du mit Tom zusammen, ne? Wer ist Tom? Bei mir ist alles abgelaufen. Au! Alles abgelaufen gewesen. Oh, Simon, du stellst dich so an. Kannst du das mit mehr Love machen, so nicht in diesen. Oh, oh ja, oh. Mh. Aua. Beängstigend. Bist du bereit für ein bisschen Rouge? I'm ready for the Rouge. Mola Rouge. Ist das von Mola Abedizi? Der Rouge? Mola Rouge? Heute ist nicht mein Tag! Simon, möchtest du selber aussuchen, welche Farbe? Was ist denn das? Hier für die Augen. Farben. Oh, ich will Smoky Eyes! Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab schon so viele Schminkvideos gesehen, ich kenne mich schon so gut aus. Echt? Du hast ja auch bestimmt alle getestet. Ich höre nie hin, weißt du? Weil ist danach auch immer auf diese Schminkvideos immer so komisches Zeug, was von Display runterläuft. Heute ist echt nicht dein Tag. Heute ist nicht dein Tag. Such mal einen Namen für mich aus, wenn ich ein Lady will. Ja, wo brauchst du einen typischen schwarzen Namen? So Shantiqua oder so. Ja. Shantiqua. Shantiqua. Taquanda. Bei dir ist echt schwer. Du bist dunkel. Das ehrlich jetzt? Du hast voll die komischen Augenlider. Mhm. Die sind wunderschön, ja? Geht so, du hast richtig faltig. Danke. Geil. Schöne Fragen. Ich dir? Ich muss keine Frauenfragen. Frauenfragen? Ich hab doch keine Fragen. Frag mich, wann hattest du deine erste Periode? Simon, wann hattest du deine erste Periode? Ey, du hast ja voll die komischen Fragen, hör mal auf. Okay, wir machen lieber Wimperntusche weiter. Es hat einfach keinen Sinn mit dir. Du zappelst. Ja, Mann, Wimperntusche. Ist das normal, dass man das macht? Oder wolltest du mir irgendwie jetzt. Nein. Komm, leicht nach unten gucken. Ah, aua. Also das mit den Augen schminken, das üben wir irgendwann mal nochmal mit Simon, denn sobald man im Lidschatten aufträgt und schattieren will, macht er immer so. Die ganze Zeit am Zucken, das bringt nichts. Aber Lipgloss wird er nicht versauen. Das ist nämlich ein rosaner Lipgloss mit Goldpartikel. Yeah! Ey, hör auf, das ist mein Lieblingslipgloss. Hallo? Rosa oder Lipgloss mit Goldpartikeln? Ne, ich hab noch einen rosa Lipgloss. Mist! Das ist angehört wie. Weißt du? Oh Mann! Weiß nicht, was ich meine. Ich versuche, ich glaube. Was soll ich erklären? Nein! So Mann und Frau Sex haben manchmal. Kann das sein, dass die Frau zu viel Luft in sich drin hat oder so? Dann kommt da manchmal ein Geräusch aus der Vagina. Danke für die Aufklärung, Simon. Das ist ziemlich lustig, wenn du da dabei bist und dann so. Wie will man diesen Jungen schminken? Er hält gar nicht still. Wie nennt man das mal? Queef oder so. Ein Furz aus der Muschi. Oh Mann, Simon. Soweit im Gesicht ist er fertig. Was? Was? Und ja. Jetzt kommen seine Haare. Wie die kommen? Ja, wir machen die jetzt glatt. Gleich kommt ein Kollege, bringt mir Haare mit. Oh Mann, ich will aber nicht glätten. Oh. Aua. Boah, hast du hier einen fetten Zopf? Ja, ich weiß, bei mir ist alles ein bisschen fetter. Bei Haaren bin ich wirklich empfindlich.
Das sieht geil aus. Was macht ihr eigentlich? Wer? Weiß nicht, ich feiere das. Warum habt ihr gesagt, ja, Simon, das wird voll cool, das bringt voll Spaß. Du hast voll viel Spaß dabei. Wir wollten das Rainbow mal so. Echtes, ne? Warum? Möchtest du einen Seiten- oder einen Mittelscheitel? Oh, ich will eine Seite. Ja, es kommt viel auf. Da bin ich einer von diesen neuen, weißt du, diese Hip-Teams. Oh Mann, das ist so geil. Ja, ob jemand mir meine Spange will. Was für eine Spange? Er ist in der rosa Tasche. Zahnspange. In welcher Tasche? In der rosa, ne? Rosa? Das ist rosa? Zeig es doch bitte rosa? Die Kamera. Sie sagt eine rosa Tasche. Das ist rosa. Und das ist rosa. Ja, geil. Das ist die rosa. Ah, ach so. Sie, sag mal, hallo, was? Sie war? Das ist rosa, ja? Das ist eine rosa Tasche. Sie war mal rosa. Farbe. Sie war mal rosa? Ja. Ach, das ist auch von dir hier. Boah, das wird. Ah, gib mir mal die roten Kopfhörer. Halten bitte. Du bist eigentlich weh mit dem Finger rein. Oh, meinst du das ernst? Oh, ja, das tut richtig weh. Das ist heiß. Das ist richtig heiß. Aber ich bin ein Mann, ich halte. Ah, wow. Welches Tier hat den weltweit größten Penis? Kurz Duell? Ja. Simon Dessy. Würdest du mich ficken? Ich überleg's mich die ganze Zeit schon mal. Echt jetzt, ne? Wir müssen mal Steinarm gehen und mich da einfach so hinstellen, gucken, ob jemand kommt. Und würden die, haben sie bei Beamer gemacht. Locker kommt ja jemand. Wenn ich mit 10 Typen schlafen würde am Abend und jeder zahlt mir 50 Euro. Ich glaube, wenn ich die Frau wäre, ich würde Nutte werden. Das war ohne Scheiß. Und dann so eine Edelnutte, nur mit Models rummachen. Ja, 1000 Euro für eine Edelnutte. 1000 Euro kostet die? Gut aus. Kennt sich aus, ne? Die kostet doch nicht 1000 Euro. Die verkaufen sich nicht unter 500. Woher weißt du das? Echt jetzt? Ja. Wie sieht das denn aus mit so Typen? Callboys. Kann ich auch so viel verdienen? 500 Euro die Nacht? Wenn ihr mir 500 Euro die Nacht zahlt, ich bin gerne da am Start. Ladies. Betonung auf Ladies. Nicht, dass später so ein Horse kommt, so ein. Bestimmt wird Video gesperrt, so, ja, Aufruf zur Prostitution. Quatsch mal, sowas würde ich niemals machen. Haha. Der kleine Spiegel. Oh mein Gott! Was ist das? Nein! Oh nee, guck da nicht nochmal rein. Nein! Ich guck da nicht nochmal rein. Digga, ich bin ja unglaublich hässlich. Mund so. Ich seh aus wie so eine Cricknutte. Ja, ich muss Dinger machen. Ich will auch eins mit Simon gleich machen. Da muss ich wenigstens gut aussehen, warte. Das ist hässlich, bitte von oben. Warum bin ich so tief drin? Ich mach richtig so. Das war ein bisschen. Ich bin richtig drin, warte mal. Scheiße. Er hat die Haare schön. Genau. Geil! Mein Traum ist vollendet. Ihr könnt ja mal abstimmen. Würdet ihr mit mir schlafen, ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Wer diesem Video keinen verfickten Daumen hoch gibt, ne? Er ist gerade mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, er ist der in sich verliebt. Er hat sich verliebt. Er hat sich in sich selbst verliebt. Ich würde mit mir zusammenkommen. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich bin vollendet. Ich bin jetzt. Gib mir mal schnell einen Frauennamen. Simone. Boah, du bist so einfallsreich. Geil, dein Ideenfluss, der fließt. Wow. Danke erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Hier, wenn ihr auf ihre Fresse klickt, kommt auf ihr Kanal, dann seht ihr, wie ich sie schminken werde. Mhm. Ja, da freust du dich schon. Ja, mega. Geil. Dankeschön, ciao. Tschüss. Oh Mann, was mache ich hier? Cool.